Es hat geklingelt. Hallo? Ist hier jemand? Ja, das war bestimmt wieder so ein Streich von irgendwelchen Kindern oder was weiß ich. Hey, da liegt ja ein Paket. Ich glaube, ich nehme es mir mal. Jetzt werden wir uns mal den Inhalt davon ansehen. Oh, vielleicht ist das ein Paket oder was weiß ich. Zettel? Wollen die nicht veräppeln oder was? Zettel! Ganz genau. Aber da war doch eine Schrift auf dem Zettel. Vielleicht bedeutet das irgendwas. So, jetzt sehe ich es mir nochmal genauer an. Ja, hier steht wirklich etwas. Mein Gott, das ist ja fast alles verwischt. Okay, das ist jetzt nicht gut. Nein. Oh, ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Moment mal, da ist doch was von... Vielleicht kann ich das ja einfach entschlüsseln. Das könnte Weltende bedeuten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, es sind 14. Oh, was ist, wenn das stimmt? Dann haben wir wirklich nicht mal lange zu leben. Aber wie ist das Weltende? Mehr kann ich nicht entschlüsseln. Oh, ist ja egal. Eine Nachricht. Ich lese sie mal. Okay, hier steht: Ich hoffe, du hast das Paket gesehen, das ich dir geschickt habe. Ich erwähne dir nicht, wer ich bin. Aber ich glaube, du weißt, von was ich spreche. Dort ist ja gestanden, dass genau am 1.1.2015 die Welt untergehen wird. Das sollte stimmen. Denn die Welt wurde von Aliens. Wird von Aliens, genau wenn es 12 schlagt, erobert. Und danach zerstört. Ich weiß, dass das unglaubwürdig klingt, aber trotzdem ist es wahr. Das Einzige, was du gegen die Alien tun kannst, ist, du musst versuchen, zu Silvester
dass zu Silvester nach Mitternacht so viele Feuerwerke sind, dass die Aliens zurückkommen. Okay. Dieses Ding da mit dem Weltende macht mir irgendwie schon ein bisschen Sorgen. Naja. Ich war jetzt mal weg. Ein Zettel. Was steht hier denn oben? Haha, reingelegt. Es gibt überhaupt keinen Weltuntergang.